Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich bei mir und eine große Ausnahme bei mir zu Hause. Ja, wir haben ja schon einige Videos hier gedreht und ich habe da schon so ein bisschen Einblick in meine Wohnung bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich zeige euch ein bisschen mehr davon. Wir sind hier im Eingangsbereich schon. Ich mag halt Farbe, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, dann schauen wir jetzt mal uns ein bisschen bei mir um. So, wir kommen jetzt in den Wohnbereich von mir. Hier auf der Couch sitzend habe ich schon etliche Videos für euch gemacht. Dann habe ich hier zum Fenster hin einen großen Tisch. Den brauche ich dann halt auch, wenn meine Kinder kommen, wenn die Enkel kommen und jo. Ich mag meine Blumen sehr, meine Orchideen. Dann habe ich hier an mein Wohnzimmer grenzend habe ich den Balkon, der verglast ist und kann sehr gut als Wintergarten dienen, in der Übergangszeit ganz, ganz angenehm. Dann haben wir ich nenne es mal jetzt Kaminzimmer, weil ich bin ganz happy. Ich habe nämlich einen Ofen. Es war immer mein Wunsch, einen Ofen zu haben. Weil ich diese Wärme mag, weil ich die ganze Atmosphäre des Ofens mag. Ja, das ist er nun, der neue. Und ich habe mir hier eine schöne Leseecke eingerichtet. Und da im Regal, dann habe ich für meine Enkelkinder die Spielsachen. Und hier vorne auf dem Teppich haben die sehr schön die Möglichkeit, ihre Spiele zu machen. Also ich finde es jetzt ganz kuschelig und dann gehen wir jetzt mal weiter. Als nächstes kommen wir in die Küche. Die Küche ist euch auch schon bekannt durch meine Videos mit Brotbacken oder Apfelbrotbacken oder Marmeladen kochen und so weiter. Die Küche zweckmäßig würde ich sagen. Wieder mit meinen Blumen an der Wand und das ist halt mein Ding. Ja, meine Lieblingsfarbe ist Apfelgrün. An der Tapete sieht man dann auch etwas Apfelgrün. Küchentapete eben, ne? Ja, die Räume hier habe ich Ende oder im zweiten Halbjahr 2018 renoviert und diese Wohnung habe ich auch teilweise umgestalten müssen, war dann sehr, sehr viel Arbeit, aber ich bin ganz happy jetzt. So, wir kommen jetzt wieder in meinen Flur. Den Flur, den habe ich mir selber gestrichen. Ich habe also doch sehr viel hier selber gemacht. Farben habe ich mir auch selber zusammenstellen lassen. Ja, wir gehen weiter. Hier habe ich mein Badezimmer mit Dusche. Da ist eine große Sanierung passiert. Die alten Fliesen mussten runter und alte Badewanne raus. Und da ist jetzt eine Dusche. Und ja, wie gesagt, sehr viel Sanitärarbeiten. So. Dann haben wir hier, das ist mein Gästezimmer und Büro und ja, so. Dies und das Zimmer.
Was auch so mein Spezielles ist, würde ich mal sagen, ich brauche Bilder. Zum Teil sind die selber gemalt oder ich habe diese Bilder, die sind mir geschenkt worden. Und ja. So, das war jetzt ein kleiner Einblick hier in meine, sag ich mir, Wohnverhältnisse, in mein privates Reich. Ist für mich halt doch ein großer Schritt für mich, euch das alles mal zu zeigen. Ja, vielleicht wart ihr auch neugierig oder... Also, ja, das war's für heute und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald, schreibt mir mal in die Kommentare und ich sag mal Tschüss für heute.